So, willkommen zu einem weiteren Video von Splittermond durchgeblättert. Ich bin hier immer noch in meinem Splittermond Lorakis Regionalmarathon, um diese ganzen Hefte und Bücher, die ganzen Regionen euch zu zeigen, die ich mir im Zuge der Uhrwerkinsolvenz zugeeignet habe. Und diesmal soll es um Sado gehen, die Fürstentümer der Südlande. Eine asiatische Region, wie das Frontcover einem auch schon zeigt. Ich finde auch dieses Frontcover wieder total schön. Ich finde es auch ganz lustig, dass da hinten so ein asiatischer Wag quasi ist. Also, es gibt eigentlich nicht wirklich Splittermond-Regionalcover, die ich irgendwie doof finde oder so. Oder nur normal finde. Also die meisten finde ich einfach unglaublich schön. Ja, Sado, da habe ich auch jetzt wirklich nicht wirklich Ahnung von. Natürlich habe ich es auch noch nicht gelesen. Aber worum es geht, könnt ihr im Klappentext hier nochmal sehen. Und natürlich 15 Euro, wie diese Hefte in der Regel so kosten. Gut, natürlich auch wieder in Bund von dem letzten Jahr 2018. Thomas Römer und Askin Hayat Dogan sind hier für die Redaktion verantwortlich gewesen. Dann gucken wir mal rein. Erst einmal, wie immer, ein kleines Vorwort. Und bevor es zur Geografie kommt, wird erst einmal etwas ganz Allgemeines zu der Halbinsel Sado gesagt. Ich möchte, und zu den weißen Flecken und Klima und Wetter, ich möchte Sado euch auch nochmal auf der Karte hier verorten, auf der großen. Das muss ich allerdings selber erstmal suchen. Ach ja, genau. Also hier klar, im östlichen Raum bei den asiatischen Gebieten, Zhujiang, Qintai. Und dann haben wir hier die Fürstentümer der Südlande, also im Prinzip die östlichste Region von Lorakis. Ich meine, das war ungefähr so, dass Zhujiang und Qintai, also eins davon war mehr so japanisch angehaucht, das andere mehr so chinesisch. Qinghaitan ist da auch noch in der Nähe, aber Qinghaitan ist, glaube ich, ein bisschen indischer. Und die Fürstentümer der Südlande, ich glaube, das ist so dieses Shogunat-mäßige, dass da irgendwelche, ich sag mal, Einzelherrscher gegeneinander streiten. Aber ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ja, die Geografie der Südlande, da geht es erstmal um die Sanchi-Berge, dann die Auen des Kabila, Nebelküste gibt es noch, Mantalino-Sümpfe, Quan Chai-Wälder, also da wird direkt mit der Geografie angefangen, komischerweise diesmal nicht mit der Historie, wie sonst in diesen Heften. Ich merke gerade, dass hier der Druck zufällig oder vielleicht auch nicht zufällig etwas schwächer geworden ist. Also wenn ihr hier mal guckt, ne, man kann alles lesen, aber ja, ein bisschen schwächer. Ja, Unterregionen, ne? Gebirge, Hügellande, Steppen. Dann werden erstmal die Naturgeister hier besprochen. Große, kleine Geister, die werden dann auch mit Namen Dick hier dann Dickedruck genannt. Und dann geht es um Wegen und Herbergen. Da werden auch Transportmittel genannt. Kulturen und Kleinfürstentümer. Okay, und da kommt dann auch am Rande die Geschichte. Dann haben sie das hier mal ein bisschen anders gemacht. Gut. Oder mehrere Geschichtsbezüge? Ne, ich glaube eher nicht. Die Alben der Quan Chai-Wälder. Da gibt es ein bisschen Kultur. Das finde ich auch mega cool. Das Bild hier. So Ninja-mäßig im Bambuswald. So, Latian, Sumpf und Kult. Okay. Die Reiter der Tuntungan.
Okay, das ist jetzt ein drittes kleines Kulturmodul hier. Und als viertes gibt es noch das Fürstentum Bavalin. Ach, die haben auch immer eine eigene kleine Geschichte noch. Oder auch nicht immer? Das ist hier alles. Nee, Moment, die haben eine Geschichte. Latian hat jetzt nicht so richtig eine eigene Geschichte. Die Reiter hier. Also es haben nicht immer alle eine Geschichte. Also da, wo es passt, wahrscheinlich nur. Die Hoheko der Bergeshöhen haben auch wieder eine kleine Geschichte. Ilok, die alte Hauptstadt. Okay. Und dann noch weitere Kleinfürstentümer. Okay, also wir haben jetzt hier 5, 6 Fürstentümer an die Hand gekriegt. Und dann gibt es hier noch Taglamik, dann noch Fürstentum Neu-Belwak und die Unterlichtpfade. So, dann kommt noch was zum Göttergeflecht. Das ist natürlich hier alles ein bisschen wirrwarr. Im Fokus fremder Mächte, also wahrscheinlich wie die zu den anderen stehen, ne? Zu Kintai, zu Kungaitan, zu Xujiang und den Stromlandinseln, also die, die in der Nähe sind. Dann wird die Fehdekultur erklärt. Und ein paar übliche Fehden werden hier genannt. Also da gibt es hier Duell, Verhandlung, Errungenschaft und Feldzug. Ja, und dann geht es auch schon langsam in die Hilfen für Spieler und Spielleiter. Man kann hier natürlich wieder Charaktere ausgestalten. Alle Rassen sind hier üblich. Menschen, Alben, Gnome, Zwerge, Waage. Und dann gibt es so ein paar ausgestaltete Kulturen. Flussleute von Kabila, Quan Chai, Steppenreiter der Tuntungan, Latian, Huiko, Seeräuber aus Bavalin. Ja, typische Namen. Ja, das ist hier alles so ein bisschen gemixt. Ne? Da gibt es keine direkten Namenslisten. Neue Ausbildungsvarianten. Da gibt es den Sumpflotsen, Hantangami, Kettenkrieger, Horizontreiter, Huiko, Bergführer und den Jaderichter. So, die Ressourcenausgestaltung gibt es natürlich auch noch für diese Region. Da gibt es jetzt aber eigentlich vor allem das Ansehen, was ausgestaltet wird, wirklich mit Tabelle. Ja, Waffen und Rüstung. Da gibt es allerdings einige Dinge. Also in manchen Regionalheften gibt es ja nur eine Waffe oder so, ne? Hier gibt es jetzt ganz viele. Es ist eben je nach Region, kann es eben sehr verschieden sein. Klingenwaffen, Stangenwaffen, Kettenwaffen, Handgemengewaffen. Nicht schlecht. Dann kommen die Informationen, die nur für den Spielleiter da sind. Erstmal Kreaturen. Da wird erstmal auf Drachen eingegangen. Und da gibt es noch so eine Riesen. Nicht schlecht. Ein paar typische salische Kreaturen. Den Grüngischt-Drachen. Okay. Sehr geil ist auch noch, dass sie hier ganz viele Kreaturen auflisten, die eben in den anderen Büchern drin sind, wo sie dann die ganzen Seitenbezüge geben. Ja, Makai, Hundertfüßer, Ranide, Sporenhut, Trigo. Ja, da gibt es ja schon einige. Wie das mit den Feenwesen ist, wird hier auch noch gesagt. Ja, dann natürlich noch Hintergründe und Geheimnisse aus der Region. Auch hier sieht man immer mal wieder, dass der Druck nicht ganz perfekt schwarz ist. Also das zieht sich hier durchs ganze Heft wohl durch. Zumindest immer mal wieder auf manchen Seiten. Ja, der Kampf um das Jadesiegel. Das läuft eher so im Geheimen anscheinend. Diese Fragmente, die man da irgendwie haben will. Das weiße Siegelfragment, das ist wahrscheinlich jetzt sowas wie weißer Fleck, dass man das irgendwie selber ausgestalten kann. Es gibt 17 Fragmente und das 17. kann man selber machen. Gut, das scheint ja irgendwas sehr Besonderes zu sein. Okay. Die Goyoshu. Das war irgendwie mal ein Albenorden von mystischen Kriegern. Dem Schatten verschrieben. Okay, mit Kampfkünsten und so. So ein bisschen Ninja-artig vielleicht. Die werden hier auch nochmal extra beschrieben.
Der Berg der 77.000 Augen. Oh, okay. So, und dann gibt es hier nochmal allgemein einige Persönlichkeiten. Macht ja auch Sinn, denn es gibt ja hier verschiedene Fürsten und so. Okay. Und dann kommt ein Abenteuer von Benjamin Hoppe und Lars Heidmann ohne Sorge im Band des Jadesiegels für Heldengrad 2. Mal gucken, ob es noch ein zweites Abenteuer gibt. Auf jeden Fall gibt es hier wieder eine sehr schöne Karte. Ich glaube aber, es gibt jetzt kein wirklich weiteres Abenteuer. Das ist wieder ein Heft, wo nur ein Abenteuer drin ist. Ja, Anhang. Und dann bekommen wir die Region nochmal hier in groß, also im Detail. Also wesentlich detaillierter als ja, auf einer Lorakis-Karte. Auf Seite 64, wie immer als letztes, der Index. Oder fast wie immer, es gab auch mal eine Ausnahme, ein- und zweimal. Ja, und das war es dann mit Sadu, die Fürstentümer der Südlande. Normalerweise habe ich ja immer noch so eine Karte gezeigt, die man sich für 2 Euro holen kann, wo dann unter anderem die Region hier nochmal drauf ist, aber für diese Region gibt es so eine Karte noch gar nicht. Deswegen, ich kann jetzt hier nur am Ende nochmal als Beispiel zeigen. Es gibt dann eben für 2 Euro mal so eine Karte, da ist dann in dem Fall der Dakatsmühe drauf und alles nochmal in groß, ohne Nummern, dass die Spieler auch nicht wissen, wo was ist. Und auf der Rückseite sind halt auch nochmal passende Sachen. Hier jetzt zum Beispiel die Umgebung von Dakatsmühe. Auch nochmal in groß und detailreich. Ne, und diese Karten sind halt dann immer auch in den entsprechenden Heften drin. Aber es gibt dann eventuell auch, wenn es nicht ausreicht, weil zum Beispiel Esmoda, also die Stadt Esmoda, da muss man gucken, was man auf die Rückseite tut. Da sind dann eben nochmal irgendwelche Sachen aus den Abenteuern, ein Dungeon aus dem Abenteuer oder so abgebildet. Gut, dann auch in diesem Video habe ich es wieder geschafft, unter 15 Minuten zu bleiben. Und dann soll es das erstmal hier gewesen sein und wir sehen und hören uns vielleicht in einem weiteren Splittermond-Video. Also bis dann.